Ich glaube, das ist Volle mit Controller Controller-Unterstützung. auch, ja, ist auch ganz okay. Ich bin eh nicht so der Controller-Typ, deswegen. Das heißt, du spielst dein Vampire Survival, spielst du ohne Controller? Ja. Okay, krass. Das ist für mich ein Spiel, was man definitiv mit Controller spielen sollte. Schon von der Bewegung her, weil man halt diagonal auch gehen möchte. So, ich kann nur auf ein neues Spiel gehen, ja? Ich muss dich dann in-game einladen oder wie funktioniert das dann? Ja, genau. Okay. Sobald man in die Welt ploppt, ich weiß nicht, ob das eine Tutorial Zone gibt oder so, aber auf jeden Fall ging das erst, wenn man drin ist. Aber ich bastel gerade noch, aber bin gleich fertig. Ja, ich fange jetzt auch erst an mit Basteln. Ach Lol. so, okay. Ich habe hier so einen zufälligen Typen genommen. Am Anfang war es ein Mädchen. Sieht doch immer noch aus wie ein Mädchen, nur dass ich den Typ gewechselt habe. Ja, Den die ich ver. Haare sehen ein bisschen sehr Ja. typisiert aus, sagen wir es Ah, mal so. was ich sagen wollte, ist, wenn ich von ihr auf ihn wechsle, geht nur ein bisschen Busen weg, dafür kommt ein bisschen Bauch dazu und ein bisschen weniger Oberschenkel und die Strümpfe werden kleiner. Aber ansonsten sieht das Ding noch genauso aus wie vorher. Das Gesicht, die Haare, die Augen, das ist alles noch super feminin. Also suche ich mir lieber einen aus, der. Okay, du kannst einen nehmen, der ganz schön tuffig läuft. Ja, du hast vier Animationsstile zum Laufen. Und die ersten zwei sind ein bisschen ulkig. Ist halt Na, Geschmackssache. der Ich erste fand die geht und nicht der so. zweite ist ganz schön weird, finde ich. Naja, die ersten zwei sind komisch. Ich glaube, ich habe den dritten genommen. Ja, ich habe auch gerade den dritten oder vierten überlegt. Vierte ist halt mehr Sprinter so. Und Ja. vier ist halt normal, glaube ich, für etwas schneller laufen. Diese Gesichter, wo einfach Augen und Mund komplett zu sind. What the fuck? Okay, du kannst Okay, hier ich echt hab meins. Weirdo-Charaktere machen. Oh, ein Pokémon-Start im Bett. Ich, wick, 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 wick. Zopf. Okay, sobald ich aus dem Starthaus raus bin, warte ich mal. Ich denke mal, da wird man dann Leute sehen. Heiße Haare. Okay. Ich bin nackt. Nee, oder? Ich habe auch kurz überlegt, aber dachte mir dann so, nee. Was? Lol. Was? Ja, die haben Ingame-Achievements, die nennen sich Kudos. Deswegen, es ploppt gerade bei mir auf. Du hast irgendwas freigeschaltet und ich war so, what? Ich bin bloß kurzes Stück gelaufen, wahrscheinlich einfach nur so ein Anfangsding. Oh, ich kann mich wieder hinlegen. Was passiert dann? Nichts. Okay. Schade. Beim Kudos gab es nicht ein anderes Spiel, wo das eine Währung war? Naja, ist auch die Aussprache für Glückwunsch. Keine Ahnung. Also kann bestimmt sein, dass es auch gab. Es gibt echt super knappe Hosen bei einem Mann. Wobei ich glaube, das ist unabhängig vom Geschlecht. Das ist unabhängig, das ist alles unabhängig. Du kannst sowohl als Frau als auch als Mann alles tragen und benutzen.
Deswegen sehen die Haare auch sehr stilistisch aus, manche. Okay, ich sehe gerade, dass sich mit der Hose auch die Schuhe ändern. Und wenn ich keine Mädchenbadelatschen haben will, kann ich also keine kurzen Hosen nehmen. Okay, ich bleibe klassisch. Pokémon A Rucksack oder Pokémon B Rucksack? Ah, cool. Temtem hat einen Ingame-Shop für so Styles und sowas. Die kannst du über deine Dailies und Weeklies kriegen. Hab ich jetzt gerade gesehen. Ich bin schon Level 5. What the fuck? In diesem Pass. Achso, weil ja, du das von vorher noch, oder was? Das kann von vorher sein, ich habe keine Ahnung. Vor allem wählen sie ihr Pronomen. Sie, ihr, er, sein und dir? Ja, Xier ist dieses Entweder-Oder, also dieses Gemischte. Divers. Divers, ja, das habe ich schon mal gehört. Und das Xier steht für halt ihn, er, ihn, sie. Okay. Halt. Ja, die hätten noch divers schreiben können, männlich, weiblich, aber nö, die wollten lieber er, sie und Xier machen. Ja, wenn man es nicht kennt, ja. Ja, ich muss das auch erst kennenlernen. Okay, ich habe meinen Charakter fertig. Aber eigentlich wollte ich in den Optionen. Was sind die, fette Tante? Das Steuerung per Maus ausmachen. Und warum ist mein Zimmer so rosa? Da frag mich nicht, es war bei mir auch rosa. Und die Dicke ist also meine Mutter? Ich glaube nicht, weil ich habe die beim Namen benannt am Ende. Meine heißt Aina standardmäßig. Ja, genau, Aina. Ich habe mich am Ende mit Aina bedankt. Oder bei Aina bedankt mit ihrem Namen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht meine Mutter ist. Oder so. Unsere. Was auch irgendwie komisch klingt. Ein Tempedia bekommen. Unsere aller Mutter. Oh Gott. Das erklärt, warum sie schon wieder so dick ist. Wir warten die nächsten Spiele. Oh shit. Wie bei Kennys Mutter. Immer wenn er stirbt, gebärt sie ihn doch nochmal neu. Hast du das mal gesehen bei South Park? Nee, zum Glück nicht. Für mich ist das immer ein sehr nettes und ich wollte es nicht wissen, Mysterium geblieben. So, Ladevorgang beim Rausgehen. Ich glaube, hier wird wohl die Zone sein, wo man dann... Ich liebe dich, Aina, sagt er. Okay. Ja, genau. Zadar, Heimat, süße Heimat. Aha, ja. Okay, darf ich jetzt was nicht mal Giametta. Ganz zarter ist hier. Das sind 10 Leute. So, bin ich mal gespannt, wie du aussiehst. Es ist dann sofort ab außerhalb des Hauses Open World, oder was? Glaube, also erstmal hast du noch eine Cutscene. Ja, okay, hier scheint nichts zu sein. Oh. Du hast auch einen Rival, natürlich. Das ist der Typ. Alter, bei den Namen haben sich aber schön was ausgedacht, ja. Hey, Max? Ich meine, die NPCs hier noch. Ach so, ja. Vor allem der Rival. Keine Ahnung, die reden von, da kommt mein Freund und der ist mich aber nur am Dissen. Und vor allem, ich finde es jetzt schon anstrengend, wenn er steht. Oh, vielen Dank, liebe Nachbarn, aber schon Ninja, wo ist dein Freund in Max? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Super nervig. Weird. Okay, ist jetzt Max ein Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung, ich gehe von Junge aus, aber ich habe den Körperumfang noch nicht gesehen. Okay, mit M hast du eine Map. Akademie. Okay.
Mit So, ich kann mich Doppel-C. jetzt hier bewegen. Also ich bin draußen, kann mich bewegen. Aber ich sehe noch niemanden. Ja, warte, ich bin noch in dem Gespräch hier. Ja, lauf gerade nur ein bisschen hier rundherum. Ist alles ziemlich leer. Lol, Sprit einfach mal weg. Kann man Das mit allen Archipel reden. bereisen. Settings hast du da noch alles auf Standard gelassen? Ja, also bis auf bei der Steuerung halt jetzt, aber das ist ja erstmal egal. Wow, what the frick? Bändiger Okay. Pass. Hol dir Das war Premium. crazy. Was zurückschwenken? Premium kostet was? Wie viel? Das ist die Archipelka. Wow, es gibt jetzt schon zwei Inseln. Nee, das sind keine Insel. Was ist das? Okay, also die haben fucking viele Sachen neu dazu gepackt. Ich habe keinen Plan. Aber umso mehr bin ich interessiert. 750. 10 € kostet diese Premium, bla. Ja, nee, das wollen wir jetzt nicht. Also ich habe es mir jetzt nicht geholt. Ich unterstütze sowas meistens erst, wenn mich das Spiel abgeholt hat. Ich muss mir jetzt erstmal angucken, was sie draus gemacht haben. Bist du jetzt schon zum Professor hin oder wo? Nö, ich stehe noch am bei den Dorfleuten. Ach so. Okay, nee, weil ich bin jetzt gerade zum Professor gelaufen, ich habe dich nicht Achso, gesehen. okay. Okay, dann wird das wahrscheinlich noch Tutorial sein. Dann gehe ich auch mal rein. Ah ja, hier kriegen wir unser erstes Temtem erstmal. Stimmt. Was Jetzt macht sehe ich die? das im Hintergrund, ja. Alter, was ist das dann da oben rechts? Na, die oben, das sind die drei Temtems, die Ja, aber Starter. das dritte rechts sieht so riesig aus. Ja, das habe ich, glaube ich, genommen damals. Das ist sowas wie Psycho. Sieht aus wie Pflanze, Feuer, Nee, Psycho, das ist Dreck. Kristall links. Das in der Mitte weiß ich nicht mehr. Und das rechts müsste Psycho oder irgendwie sowas sein. Das in der Mitte ist Bongo Stein oder so. Vielleicht. Ich weiß nur noch, dass Kampftemmeln. das links Kristall war und das rechts war irgendwas Psycho, Schwebe, irgendwas. Aber das in der Mitte ist stark gegen das links, was also gegen stark gegen Kristall. Also kann man auch einfach sagen, Kristall ist gleich Pflanze und Kampf ist gleich Genau. Feuer. Genau. Also ich glaube, die drei standen wie die üblichen Starter auch in Kohärenz. Also einer besiegt den anderen quasi. Aber ich weiß jetzt nicht in welcher Richtung. Mental. Vielleicht sagt er das ja nochmal. Ein Ja, eigenes ist schwach gegen Mental, Archipel. also der in der Mitte ist stark gegen links und schwach gegen rechts. Das rechts ist stark gegen Mitte und schwach gegen links. Man sich die angucken? Ja, okay. Ich wollte nämlich nochmal. Kristall-Temtem ist stark gegen Elektro und Mental, aber schwach gegen Feuer und Erde. Damit gibt es also mindestens 6 Typen. Am Mental hieß das, nicht Ja. Psycho, aber es ist quasi das gleiche. Genau, und Kristall, okay, Kristall, stark gegen Elektro und Mental, aber schwach gegen Feuer und Erde. Ja. Habe mir mal auf Steam kurz so eine Liste aufgemacht. Es gibt Neutral, Feuer, Wasser, Natur, Elektrizität, Boden, Mental, Wind, Digital, Kampf, Kristall und Gift. Also extrem viele. Naja, das ist zwar noch nicht so weit, wie das Pokémon aktuell ist, aber es war auch schon ganz gut besetzt. Ich denke mal, am coolsten wäre einfach nur, wenn wir nicht dasselbe Starter nehmen. Andererseits können wir so auch durch manche übelst durchrushen wahrscheinlich. Ja, oder wir haben halt ein richtiges Problem. Ja. Ah, das in der Mitte ist ein Kampf-Temtem, okay. Stark Also. gegen Erde und Kristall wussten wir und schwach gegen Mental. Das hat nur eine Schwäche, okay. Das in der Mitte hat nur eine, Ja, das links hat zwei und ich guck nochmal, was Mental jetzt hatte. Das ist nur schwach gegen Kristall. Also ist, glaube ich, nur das Kristall links schwach gegen zwei Elemente. Die anderen beiden sind schwach gegen eins. Stark gegen Neutral und Kampf ist Mental.
Ja, also ich würde wahrscheinlich diesmal nicht das ganz rechts nehmen wollen. Aber im Grunde genommen würde ich einfach sagen, such du dir erstmal eins aus und dann nehme ich. Naja, beziehungsweise, da du das schon ganz rechts hattest, würde ich das nicht nehmen. Würde ich sagen, dass du das nicht nimmst. Ich kann ja das Mentale nehmen, dann siehst du mal ein anderes. Und jetzt Auch überlege ich mit. gerade, das ist schwach gegen Kristall. Also wäre es ja vielleicht praktisch, wenn du Kristall nimmst, weil die, die gegen mich schwach sind, die sind dann schon mal nicht stark. Oder anders. Du könntest das Kampf nehmen, weil dann sind ja die, die gegen mich stark sind, schwach gegen dich. Stimmt, ja. Oh, ups, ich will nicht weg. Also wenn du das mental nimmst, ja, dann. Warte mal, jetzt muss ich kurz nochmal überlegen. Ich bin dann stark gegen Kampf, aber schwach gegen Kristall. Und Kampf ist stark gegen Kristall, ja? Warte, ich kann mal kurz gucken. Gegen Erde und Kristall, ja. Ja. Und schwach gegen Mental. Genau, und wenn Mental kommt, dann bist du neutral dagegen und ich muss dann gucken. Ach, jetzt geht hier das. Also, ich habe jetzt das gewählt und, das hat ja jetzt Eigenschaften, ja. Theoretisch geht da jetzt wieder dieser Grinding-Faktor los, dass ich so oft von vorne anfange, bis ich eins habe, das eine gute Eigenschaft hatte, ja. Ja. Das kannst du machen, ja, und es gibt später auch Breeding wieder. Ja. Weil es sowas ähnliches wie IVs auch gibt. Zwar noch nicht so komplex wie bei Pokémon, aber auch da kannst du dich schon ein bisschen verlaufen. Weil das ist das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, in der Alpha damals. Zu dem Stand, wo ich aufgehört habe. Was sind denn hier diese? Ach so, wahrscheinlich Spezialangriff und Okay, dann nehme ich den Spezialverteidigung. Kampf. Okay. Ist schwach gegen Mental, das muss ich mir merken. Aber gut, Upp. da, wenn es schwach gegen Mental wieder ist, da bin ich ja dann wieder dann wahrscheinlich besser dran. Also es ist ein Attacker auf jeden Fall. Und der hat Fieberschub. Was ist das denn? Kann man sich das angucken? Ah, Rechtsklick. Ah, wenn ich einen Statuseffekt bekomme, steigt mein Angriff. Oh, nice. Das ist okay. Zumindest supportet das dann auch meine Stärke, weil Angriff ist bei mir auch das Höchste. Special Attack ist nicht so hoch. Also meins ist 24, 21, 17 und dann 14, 14, 17, 15. Ich habe viel Leben. Warte, ich muss mal kurz reingucken. So, hier Temtem Smasi. Tritt- und Karateschlag. Ach, EW und TW, das sind wahrscheinlich Evolutionswerte und Trainierwerte, weil die TW sind noch 0. Ja. Und das ganz links sind dann die Endergebnisse, I guess. Sicher? Krass, krass, so genau aufgezeigt wurde das noch nicht damals. Aber was meinst du mit ganz links sind dann die Endwerte? Links ist das, was wir aktuell haben, das Weiße. Oh, das meine ich ja. Und dann hast du halt diese EW und TW daneben. Ja. Ich denke mal, das sind die versteckten Werte bei Pokémon. Das sind jetzt halt hier bloß angezeigt. Aber was heißt denn das, wenn mein EW-Wert von Lebenspunkte 19 ist, ich aber aktuell 24 habe? Ja, das verstehe ich auch noch nicht ganz. Bei mir sind auch meine EW-Werte alle höher als meine richtigen. Und mein EW-Wert von Lebenspunkte ist zum Beispiel rot. Die anderen sind bei mir orange, also die sind aber auch deutlich stärker als das, was ich normal habe. Und Spezialangriff ist bei mir grün. Das ist mit 37 mehr als doppelt so stark. Das ist genau, das ist normal, das ist bei mir auch. Also du hast beim Starter wahrscheinlich orange heißt halt neutral. Also es ist nicht schlecht, aber auch nicht top. Und dann hast du einen Wert, der ist rot, darin ist das Pokémon dann, oh, Pokémon sag ich schon, das Temtem schlecht. Bei mir ist das Spezialverteidigung. Und du hast einen grünen Wert, darin ist es halt richtig gut und das ist bei mir Angriff. Bei mir Spezialangriff. Okay. Ich habe Sea-Welle, Hypnose und Tritt. Ich hab Tritt und Karateschlag. Du hast ja gesagt, du Okay. brauchst Zustandsveränderungen, dann kann ich ja Hypnose auf dich wirken. Wow, aber ich habe eine schwache Spezialverteidigung. Wenn das Schaden macht, habe ich ein Problem. Schaden, nee. Schaden. Was heißt Ausdauer dahinter bei so einer Dings? So, ja, das wird dann später noch erklärt. Priorität ist die Geschwindigkeit. Ah, 3, 2. Je mehr ist, desto besser wahrscheinlich, ja.
Je mehr, desto besser, genau. Das wird dann zusammen mit deinem Stat-Geschwindigkeit halt zusammen ausgerechnet, ob du als erstes bist oder nicht. Und das Ausdauer ist ein Energiewert. Dein Temtem Mana. verbraucht immer eine gewisse, ja, sowas wie Mana, genau. Und das wird aber noch erklärt, glaube ich, im ersten Kampf. Weil ich brauche auch noch mal ein Warm-up dafür. Ich habe auch nicht mehr alles im Kopf. Okay, also ich gehe jetzt raus und mache mal meinen ersten Testkampf. Ja, same. Gucken wir mal. Und ich werde vielleicht in den Game Sound nochmal einen Tuck leiser machen dann. So, es geht direkt los hier. Ach, der hat diesen. Ach ja, stimmt, der hat ja dieses Digital-Temtem. Wenn ich es richtig verstehe, kann ich meine Spezialattacken noch nicht machen. Ich muss Tritt machen. Ah ja, okay, da lädt es sich auf. What the fuck? Ich wurde gewone-shottet. Warte, dann muss ich mal gucken, ob das bei mir auch passiert. Der war sehr effektiv, hat doppelten Schaden schon mal gemacht. Ja, mich hat auch gewone-shottet. Ich glaube, das muss wohl so. Selten und mächtige Erfindungen. Es braucht ein paar Pflaster und Salbe. Okay. So, und das war ein Kakadu. Da. Ich sehe dich. Aber kriegen wir jetzt noch einen Temtem? Wir kriegen Ah jetzt ja, die seh dich auch. Tuwai. Ja. Ah, Tuwei. Da können wir mal gucken, ob wir jetzt die gleichen Werte bekommen haben. Also bei mir ist es, Warte, ich bin da im Gequassel. Ach so. Eigenschaft Spielverderber. Schaden ist um 25% erhöht. Acht Temp-Karten. Ach, der macht mehr Schaden, wenn er AOE-Angriffe macht. Krass. Wie hast du das herausgerichtet? Rechtsklick auf die Eigenschaft. Also der hat halt die Eigenschaft Spielverderber und das sagt halt aus, dass der 25% mehr Schaden macht, wenn er mehrere Ziele angreift. Das ist natürlich auch eine ziemlich gute Eigenschaft. Ich habe auch eine nette, es ist gut zu wissen. Hypnose, wenn mein Gegner schläft, mache ich 20% mehr Schaden. Und ich habe ja Ah. Hypnose. Aber normalerweise wäre Hypnose was gewesen, was ich als erstes weghaue. Ja gut, muss man halt mal dann gucken, ne? Ich habe auch Spielverderber. Werte, sag mal an. 27, 22, 16, 16, 14, 16, 14. Bei den Weißen. Ja. Die sind bei mir identisch. Und bei den EW? 28, 25, 31, dann 37 grün, 19 rot, 34, 22. Okay, ist auch identisch. Picken und Okay. Windklinge. Ich glaube ja. Das habe Okay, ich also nicht dann sind die gesehen. Werte fest vorgegeben. Aber ich finde das auch fair. Wenn du das gleich am Anfang bekommst, sollte das zumindest gleich sein. Ja. Beim So. Starter ist das nochmal was anderes. Hoppala. Müssen wir jetzt irgendwie eine Gruppe bilden oder Ja, warte, ich bin, sobald ich den Chat fertig habe habe. dich vermisst? Oh, geil, 8 Karten bekommen schon. Ah, jetzt. Danke, ja, weiß ich. Auch das weiß ich, danke. Okay. So, jetzt kann ich mich bewegen. Freunde, du hast keine Freunde, such dir welche. Macht mein Charakter gerade was? Habe ich dir gerade irgendwas gegeben? So, warte, Freundschaft kommt, nein, Handeln, Flüstern, nein, Koop. Will eine Gruppe gründen. Muss Steuerung drücken, glaube ich. Ja. Oh, okay. Nochmal ein Ladevorgang. Bei Das mir ist auch. auch Jetzt werden wir synchronisiert. neu.
Jetzt haben wir einen Gruppenchat. Und wir sehen uns auf der Karte. Ich sehe deine Pokémon nach unten. Okay. Können wir uns jetzt unendlich voneinander entfernen? Hier ist übrigens die Tante am Wasser, die hat scheinbar eine Nebenquest. Die hatte ich gerade eigentlich schon angenommen. Kannst du weitergehen? Kann ich was? Ah. Der Chat geht auch automatisch bei mir auf. Ich habe das jetzt auch gesehen. Ah, okay. Das heißt, derjenige, der losspricht, ist der Gesprächsführer und der andere ist automatisch beiwohnt. Achso, du hast gerade gesehen, dass ich mit der gequatscht habe. Ich habe das gerade genau gesehen, auch was du, also was du geklickt hast, nicht, aber ich habe den Chatverlauf genau gesehen. Aber du konntest, Ich konnte nichts klicken. Du konntest dich aber trotzdem noch bewegen deswegen, dabei? Nee. Nee. Okay. Okay. Genau, aber das kannte ich schon, das war damals auch so. Ja, und jetzt hast du den ersten Kampf. Genau. Ach nee, das war doch kein Kampf. Aber das war auch der erste, Erklärung. Nee, ich meine der... Ach, hier guck mal, ist auch ein Spieler. Nee, das war, erste gemeinsame Interaktion quasi. Deswegen musste ich da auch nochmal... Da bin ich sogar hingelaufen, weil ich nah dran war. So. Das sind die Kämpfe, genau. Da müssen wir jetzt immer gucken, wenn jemand was fangen will, ne? Mhm. Dann sollten wir uns da absprechen. Nicht, dass der andere den dann wegkloppt. Ah ja, sieht man hier irgendwo einen Seltenheitswert? Nee, nee. Nee, die Information kriegst du erst, wenn du das Temtem das erste Mal getroffen hast, quasi. Ah ja, stimmt, du konntest hier sogar warten oder... Ach, das war auswechseln und das hier ist... Ja, okay, das wollte ich bloß ausprobieren. Zärtlichkeit, okay. Genau, das ist Ausruhen. Dieser blaue Button mit dem Zeiger drauf ist Ausruhen. Da stellst du, glaube ich, wieder Ausdauer her, aber kannst dafür nichts machen. Mhm. Ah ja, genau. Und wenn du auf deinem Skill so einen Striche dran hast... Ja. Das bedeutet, so viele Striche wie dran sind, so viele Runden musst du warten, bis du die Attacke benutzen darfst. Mein Karateschlag hat einen Strich, jetzt konnte ich ihn benutzen, weil es die zweite Runde ist. Mhm. Das ist quasi, damit du wahrscheinlich die starken Skills nicht gleich zum Anfang reinprügeln kannst. Direkt mit dem Hyperstrahl den Kampf beginnen quasi. Ja. Okay, also ich sehe auch, wenn ich über eine Fähigkeit drüber hovere, dass da so ein Bereich leuchtet, der dann weggeht. Je nachdem, wie viel es verbraucht. Aber das würde ja bedeuten, dass bei meiner Hypnose ich ein Drittel Schaden kriege. Das kann sein. Es gibt ja auch welche, wo du dich selber verletzt. Achtung, es gibt einen Rundentimer. Ja, ich habe jetzt einfach erstmal wieder einen Tritt gemacht und fertig. Ja. Die Erfahrung war jetzt zu schnell weg, oder hast du da gedrückt? Ich habe gedrückt, ja. Ich glaube 39 oder so habe ich bekommen. Und gleich zwei. Und woher weiß ich jetzt, welches Element ein Gegner hat, oder muss ich das wissen? Das kriegst du auch raus, sobald du es einmal besiegt hast, glaube ich. Achso, ja, der erklärt jetzt noch einzelne Stücke. Bei dem Tataru steht bei mir jetzt aber nichts. Also ich weiß jetzt nicht, ob... Also entweder haben sie es weggemacht oder es kommt noch. Aber nichtsdestotrotz, den Piepmatz würde ich haben wollen. Okay. Einfach so, oder weil du den kennst? Einfach so, weil ich würde den dann austauschen gegen meinen Flug. Weil ich find's irgendwie langweilig, wenn wir die gleichen haben. Mhm. Aber haben wir den jetzt einfach so bekommen, oder haben wir den bekommen, weil der heilen kann? Wer? Der Vogel? Ja. Der kann heilen? Weiß ich nicht, der Typ hat halt irgendwas gesagt, du brauchst halt immer eine Salbe, nimm doch den hier und dann hat er uns diesen... So, nee, wir haben noch Salben bekommen als Items, das ist wie ein Trank quasi. Okay, ich dachte, das hatte was mit dem Vogel auch zu tun. Nee, der hatte nicht. Den Vogel haben wir, glaube ich, bloß bekommen, weil er gesehen hat, dass es ein unfairer Start war, weil der andere da mit seinem Digital-Temtem da uns einfach weggerotzt hat. Hm.
glaube, das kann ich so lassen. Ich kann, Ui. Du meinst wegen Fangen? Ja. Ich kann das noch hypnotisieren, wenn du willst. Warte mal, ich muss kurz gucken, ob das ging. Ah ja, man konnte das jetzt schon fangen. Ja, dann mach das mal, dann mache ich einen Karateschlag auf das Tataru. Ja. Was heißt dieses Ausrufezeichen? Ist alarmiert? Gute Frage. Hat ein Ausrufezeichen, aber es hat wahrscheinlich nicht. Nee, es ist nicht eingeschläfert worden. Aber man sieht auch, dass er jetzt keine Energie mehr hat und er Schaden bekommt. Ach, weil er sich selbst überlastet hat, deswegen. Hä? Sogar gestorben daran? Ah, nee, das war wegen dem anderen. Das war knapp. Ich darf lieber. Und ich bin auch überlastet, ich kann nichts machen. Ah, überlastet, okay. Das ist, wenn man zu viel Energie verbraucht, scheinbar. Das ist auch mal interessant zu wissen. Alter, der ist übel schnell. Musst du jetzt irgendwas machen, weil ich sehe gerade nichts. Ja, ich hab gefangen. Ich musste gerade auswählen, ob er ins Team soll, ob ich ihn freilassen will. Okay. Karte. Ui. Ah, okay, ist bei mir select. Ah, oh, ist aber schön gemacht. Ja. Wir sollen nach Brickhaldemar und für sie sollen wir noch einen Anhänger finden. Ob der hier im hohen Gras liegt oder ob wir einfach weitergehen. Achso, du kannst jetzt nichts gucken, okay. Ich war gerade auf der Map, sorry. Ich guck noch, keine Ahnung. Oh. War denn das? Achso, du hast ihn gerade getriggert? Du bist in den Spieler reingelaufen. Hä, ich stand oben, du bist runter. Ja, aber ich stand neben ihm, du bist, glaube ich, in sein Sichtfeld gelaufen. Deswegen hast du auch gerade wieder den Lead. Ich kann nämlich nichts drücken. Okay. Ah, macht nichts, ich hätte ihn sowieso getriggert. Ich wollte bloß erstmal gucken, ob da unten noch irgendwas ist. So, hier, Wartetechniken. Ah, jetzt erklärt er das mit den Strichen. Sogenannte Wartewert. Mhm. Vogel zuerst, oder? Okay. Das ist auch noch wichtig, dass diese Striche laden sich ja auf und das heißt, du kannst sie dann irgendwann benutzen. Wenn du das aber einsetzt, musst du dann wieder diese Zeit warten. Mhm. Also solltest du nicht zu viele Skills mit Strichen haben, weil du sonst ziemlich viel nur am Warten bist. Okay. Aber man kann das ja so eintakten, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, okay. Wen auf zuerst? Vogel oder? Ja, vielleicht kriegen wir den schnell weg. Ich glaube noch nicht. Nee, noch nicht ganz. Schade. Joink. Ich glaube, mein Standardtritt ist halt auch nicht so stark. Er macht doch jetzt. Ach, das Paharo macht die. Warte mal, dann lass uns mal jetzt das Piegepick angreifen. Wieso? Wenn das Paharo gleich überlastet, stirbt sowieso. Achso. Ich kann tatsächlich sogar dich angreifen, da muss man echt aufpassen beim Klicken, ja. Halber Schaden auf dich. Ist doch nicht überlastet, schade. Oder? Ja, nee. Na gut, dann machen wir es halt weg. Achso, das war unser erster Kampf, ja. Es war irgendeine Währung, keine Ahnung. Brauch mich nicht. Warte mal ganz kurz. Solltest du vielleicht eine Salbe benutzen? Achso, stimmt, die heilen sich ja nicht. Rucksack. Was haben wir hier? Karten, Salbe. Ich glaube, bei meinem geht das noch. Hast du insgesamt 60 Plätze, 3 Basisplätze und 30 Bonus. Da sieht man auch, wenn man auch im Rucksack ist, sieht man jetzt unten rechts auch die Währung. Diese Sonne ist scheinbar die normale Währung. Dieses blaue Kreiselding war auf jeden Fall die Pay-to-Win-Währung. Und da gibt es noch so eine
Königsfeder oder sowas. Ich glaube, das hatte ich noch nicht, das mit den Federn. Und das andere ist halt wie Geld, ja. Okay. Guck grad mal kurz noch. Paharu. Okay, Eigenschaften sieht man nicht. Gruppe verlassen? Warum? Achso, weil du auch was machen musst. Direkt liefen. Ich meine Map, warte. Okay, aber das ist ja gut, dass man dann einfach auf den anderen wartet und er macht trotzdem noch seins. Heißen die beide gleich? Achso, nee, die Pokémon heißt gleich. Und ich habe immer noch vergessen, dass ich den Sound leiser machen wollte. Erstmal den Level 3er? Ja. Wir müssen auf jeden Fall fokussiert einen angreifen, glaube ich. So schnell. Die machen nur Zärtlichkeit auf uns. Schnell was runterkriegen. Boah, haben sie sogar clever gespielt. Die Frage ist, ob dein Angriff den nicht schon tötet. Würde reichen, ja, du kannst den Level 4er schon angreifen. Weil mit Psi bin ich ja stärker. Rums. Oh, Psi-Welle. Oh, oh! Double! Hm. Ah, dann ist das ein Normal-Typ. Also, oder neutral hieß das, ja, ne? Gut zu wissen, dann war die Aufteilung ja perfekt. Aber ich mache ja physisch an nur einen Bruchteil Schaden, magisch mache ich ja deutlich mehr. Ich glaube auch jeder kann bis zu 3 Temtems haben, ne? Weil wir ja ein Zweier-Team sind, weil du nur 6 benutzen darfst im Kampf. Hm. Oh shit. Ah nein! Oh, warte, das ist ein Item. Ah, nee. Ja, das ist vielleicht das, was die Tante da unten verloren hat. Oh shoot. Ne, ich habe jetzt bloß gerade nicht gemerkt, wie weit der Blick von dem ging, ey. Dass der uns noch gesehen hat, krass. So, aber die Energie, die ist immer wieder aufgeladen. Das ja. Dreier wieder wahrscheinlich. Ja. Bin mal gespannt, wenn wir in der ersten Arena sind. Ja, okay, also du machst physisch deutlich mehr Schaden. Doppelteam? Ne, benutzt verwirren. Ah, jetzt Statuseffekte. Gibt nicht wenig. Beim Grandpa. Jedes Temtem kann bis zu 2 Statuseffekte gleichzeitig haben. Und der älteste wird ersetzt immer. Durch den neuen. Das ist auch gut zu wissen. Bei Pokémon ging ja immer nur einer. Ich mach wieder Psi auf den anderen. Ja. Klöbel ich den weg. So, ich hoffe, ich treffe ihn. Ich weiß halt nicht, was das für ein Status ist. Hat der immer nur Speed? Ah ja, reicht aus. Ah, okay. Er kann... Aber lol, der hat sich überladen. Au. Krieg ich Zärtlichkeit dazu? Naja. Neuen Skill gelernt. Schwanzschlag. Möchtest du mir irgendwas sagen? Nee. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Zeig mal. Ach nee, ich kann nicht mehr das. Zeig schon mal deinen Schwanzschlag. Ja, ich wollte das mal sehen. So, jetzt macht hier mit seiner Peitsche. 50 Währung. Ein Vitalapfel. Ist das ein anderer Spieler hier eigentlich? Wo? Ja, ja, der da unten, ja. Also wenn du einen Namen drüber siehst, dann ja. Ich glaube, du siehst nur deinen eigenen Namen standardmäßig nicht, außer du schaltest das in Option ein. So, die kämpfen alle gerade, deswegen das Symbol. Ja, wollen wir jetzt gegen die hier noch kämpfen, oder? Egal. Oh, goddammit! Warte, ich bin gleich wieder da. Aber ich kann nicht mit dir kämpfen. Ne, mit der kann man, glaube ich, nicht kämpfen. Ja, doch, eben im Strich hätte ich sagen können, lass uns kämpfen. Ah ja. Aber... Ne, sie hat kein Temtem. Sie hat gesagt, sie hat kein... Oh, okay. Hupala! Huna.
Wollen wir unser Team vervollständigen erstmal, oder? Möchtest du auch noch einen Kaku dazu? Also mir ist egal, ich würde beide nehmen. Die Frage ist, welches du haben möchtest. Ich schwäch mal das Kaku. Was heißt denn eigentlich über den Angriffen diese Karten? Achso, ich habe zwei, du hast schon drei. Okay. Verstehe. Achso, ja, die Karten, das ist unser Team, genau. Ich würde dann halt jetzt den Papagei noch austauschen gegen was auch immer ich dann jetzt hier nehme. Ja, das Swali würde ich glaube ich auch mal nehmen, mal gucken. Ja, dann nehme ich mir das Kaku. Es scheinen beides so Pflanzengift irgendwas zu sein. Okay, dann sollte ich vielleicht auch nur Tritt machen. Auf Swali, meinst du jetzt im roten Bereich, kann man nicht schon eine Karte spielen? Ja, ich denke in dem Levelbereich schon. Ich glaube, so schwer sind die hier noch nicht. Aha, interessant. Ding. Geteilter Schmerz. Vor allem geteilter Schmerz. Nachdem das Temtem von einem Gegner angegriffen wurde, wird der nächste Angriff in diesem Zug auf einen Verbündeten umgeleitet. Klingt nach einer bösen Eigenschaft eigentlich. Oh, jetzt hat er mich auch vergiftet. Ha, Fieberschub, danke. Naja, aber brauchst du ja gerade nicht, ja? Ja, jetzt nicht mehr, aber ich glaube, ich kann es mitnehmen im nächsten Kampf, oder? Achso. Naja, egal. Ich werfe jetzt erstmal eine Karte. Du kannst ja einfach auf warten oder so. Ja, hab ich gemacht. Nee, Watu hat Kaku gemacht. Ja. Aufgekratzte Eigenschaft, verhindert den Statuseffekt Einschlafen. Ah, okay. Und ein Special Attacker Natur. Ja, Natur, genau. So, das hab ich mir jetzt gar nicht geguckt. Boah, aber der hat zwei grüne, aber dafür auch drei rote. Ui, ewig. Okay. Seine Geschwindigkeit ist völlig im Arsch. Autsch. Okay, weil du müsstest jetzt vielleicht noch vergiftet sein. Ja, und ich werde definitiv mal noch eine Salbe nehmen. Also rechts erstmal eine Sackgasse, da gucke ich jetzt erstmal hin. Hier ist ein Angeldude. Ich behalte jetzt das andere hier trotzdem oder kann ich das hier irgendwie mal nicht bewegen? Details zurück, Details. Nee, ich denke mal, das werde ich erst los, sobald ich auch volle 6 habe. Aber für den Kampf zählen nur die ersten 3. Okay. Sag mal, dieses Item, was vorhin da lag, hast du das auch aufnehmen müssen? Das Vitalapfel? Ja. Ja, habe ich auch selber aufgenommen noch. Okay, weil dann ist hier auch eins. Genau. Okay. Ein Beleber, nice. Ist ja gut zu wissen, weil dann muss man sich sowas ja auch ansagen. Im Bestfall. Ja, stimmt. Ein Anton Mini. Eine Kampfente. Ah ja, du hast also wirklich den Gift mitgenommen. Ja, ein Achtel Gesundheit. Aber Damage Bonus. Stimmt. Kloppe ich jetzt das Kaku weg. Ja, dann kloppe ich mit auf Kaku, weil das giftet ja. Und Seipat würde ich glaube ich nehmen. Okay. Kleiner Dreizack Anton. Ja, sieht auf jeden Fall witzig aus. Oh. Ui, ja. Ich sollte Infight vielleicht mal trinken. Eine Salbe benutzen. Ich klopp das Kaku mal weg.25 hat's gemacht, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ah, ist auch ein Kampftyp. Kampf. Ich war stark gegen Kampf eigentlich, ja? Ja. Das heißt, ich aufpassen. Sollte nicht mehr als einen Tritt machen. Ja, wahrscheinlich. Soll ich auch treten oder soll ich warten? Ich glaube, zwei Tritte können wir schon probieren, oder? Ja, dann. Wenn nicht, wir wissen ja, wo es ist. Ja. Perfekt, ja, passt. Denke ich. Ja.
Reizack Kampfente. Aber die Viecher kennst du schon? Bis jetzt kenne ich alle, die ich so gesehen habe, ja. Ich meine nicht mehr, dass ich grob was mit denen anfangen kann, aber sie sagen mir im Unterbewusstsein noch irgendwas, ja. Ich habe Amphibisch. Geschwindigkeit steigt um 1 und Angriff um 2, wenn das Ding mit einem Wasserangriff angegriffen wurde. Hat 3 grüne, 3 blaue, orange, ne? Okay. Rote? Aber der. Ah ne, 2 rot, 2 orange, okay. Rot ist immer niedriger, orange ist höher, okay. Koop Bonus EP, 2Y. Mein 2Y levelt jetzt, obwohl der auf Slot 4 ist? Warte mal, dann muss ich da was anderes hinlegen. Okay, es ist auch gut zu wissen. Also im Koop leveln die letzten 3 automatisch mit. Aber du kannst sie im Kampf nicht benutzen. Ah, okay. That's good to know. Weil ich glaube, dann lege ich mein Paharu dort erstmal hin. Der ist Level 2, das ist glaube ich ganz gut, wenn der Koop-Bonus bekommt. Da Tuba ja 5 ist, sollte ich den erstmal da drinnen lassen. Soweit ich mich erinnern kann, konnte man später noch übers surfen. Wasser schwimmen, fahren, surfen, irgendwie sowas. Ja, der Typ hat da oben auch schon was mit Surfen gesagt. Ja, aber das hat noch ein bisschen gedauert. Nach meiner Erinnerung. Außer sie haben natürlich was geändert. Das ist halt jetzt alles immer unter Vorbehalt. So, willst du gegen die kämpfen? Nee. Konnte man nicht mehr. Hier kommt man nicht lang. Konnte man klettern? Das weiß ich gar nicht mehr. Hier ist ein Item. Noch ein Apfel. Und sollte ich was essen? Das sieht aus wie ein Kampf. Warte mal, da muss ich auch noch mal ganz kurz gucken. Weißt du, ob man, wenn man ein Level abkriegt, wieder voll ist? Nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, weil ich habe. Ich glaube, das ist wie bei Pokémon mit Level Up, kriegst du ein bisschen, aber nicht viel. Mein Team sieht gut aus. Ach, da unten sehen wir es ja auch. Ich bin auch blöd. Hm. Die HP sieht man da unten ja auch. Okay, hat er Rucksack. Ich bin Sarah und ich bin Lara. Lol. Die tödlichen Zwillinge. Sarah und Lara. Was immer, lass uns kämpfen. Einfach mit Fragezeichen beide, ne? Sarah Fragezeichen und Lara Fragezeichen. Ja. Vor allem das eine Vieh, was die eine gespielt hatte. Das rechts, das mit der Nase, das erinnert mich ein bisschen an Fairy Tales, das eine Ding. Hat was von einem Einhorn. Immer erstmal auf das Schwächere, ja? Ja. Sehr gut, wenn ich schon fast 50% mache, dann solltest du es mit gut kriegen. Boah, aber die haben jetzt jeweils 2 Pokémon, wie es scheint. Da kommt das nächste, Kickepick. War das empfindlich? Das war empfindlich gegen dich, weil das Typ normal war oder neutral. Das FOMU weiß ich gerade gar nicht. Dann lass ich dich mal das Pigepig angreifen, ich greife mal das FOMU an. Ich war gerade noch in so einem Erklärungstag. Ja, alles gut. Wegen Erfahrung, hattest du das schon oder was? Ich kenne die auf jeden Fall alle. Die haben halt gerade gesagt, wie man Erfahrung kriegt. Dass man weniger durch wilde Pokémon kriegt und. So, ja gut, okay, ja. Das ist ja wie bei Pokémon selber auch. Aber war das da auch schon so, dass man, wenn man mit einem starken Team gegen ein schwaches kämpft, dass man dann weniger Erfahrung kriegt? Glaube ja. Ich mach Pummel platt. Jupp. Vermutlich, vielleicht. Dann greife ich Seipat an. Au.
Ach, das ist ja gut. Ah, jetzt weiß ich, warum ich bei der einen Attacke Schaden kriege. Der rechnet schon ein, dass ich dann überladen bin. Ach, dass du überladen wirst, ja, genau. Und je nachdem, wie viel man überladen wird, kriegt man mehr Schaden, wie es scheint. Ja, genau. Du verbrauchst quasi anstelle von Ausdauer dann entsprechend deine HP. Ah, Deswegen schade. wäre, oh, Kampf gegen Kampf ist also anscheinend nicht gut. Achso, du hast dich ausgeruht. Ja, Ja. weil sonst hätte ich Schaden gekriegt. Nee, alles gut. Ich, Ich hätte auch gedacht, dass du ihn fertig kriegst, aber ja. Nee, der war Hälfte. Kampf gegen Kampf ist anscheinend nicht normal, sondern tatsächlich auch Hälfte nur. Nara? Lazara. Okay. La, Ah, okay. man kann ihn ansprechen, aber Ja. man kann Ich treffe einmal am vorbeilaufen. Strand und dann einfach so Das Blöde Kampf. ist nur, ich hätte was essen sollen. Ja, ist Und ein egal. Kraken. Geht schon. Na, Glaube, Bogo. das rechts war Gift. Und die sind Aber jetzt auch sicher 5, gut. 6 schon. Also Vogelein zuerst. Den Vogel, ja. Boah, fuck. No. Autsch. Hast ja noch einen Beleber, beziehungsweise wir müssten ja auch fast Stimmt. schon da sein. Ah, ich sehe sogar deine noch. Ist ja witzig. Kann ich auch eins an deinen reinnehmen? Lol, ich kann tatsächlich eins an deinen noch nehmen. Okay. Ich habe jetzt aus Versehen, ich wollte es nochmal testen, aber. Ja, alles gut. Hätte ich jetzt auch ausprobiert wahrscheinlich. Ja, kannst es ja wieder wechseln. Wir haben ja nur zwei Pokémon. Ja. Glaube, ich kloppe das Paharo erstmal weg. Ach nee, jetzt muss ich Kaku benutzen, weil das meins ist, was du reingeworfen hast. Ach so. Okay, warte, dann tausche ich das. Was willst du haben? Ist Swally? egal. Irgendeins, was noch Leben hat. Ich weiß halt nicht, welches von den Tuba jetzt meins und welches deins ist. Ich Die nehme auf das der. Swally. Das war links und rechte Seite, weil hier war einem Spieler zugewiesen. So, okay. Hoffen wir mal, dass er dich nicht one-shottet, aber eigentlich. Ja, okay, er greift mich an. Autsch. Ah, überlastet. Der kann nix. Ich habe zwei Level mit Swali bekommen. Weil da macht es auch Sinn, in so einem Kampf dann mal so ein Schwaches reinzuhalten. Und mein Swali Ja. kann nicht angreifen, das kann nur schützen. Lol. Ja. Oh, ich dachte, du Uh-oh. heilst dich. Nö, das Ding ist doch überladen. Ich gehe Ach von seinem so. Brain aus und er ruht sich aus, genau. Tempo Pfeil verwendet für Shonin, ja, stand da gerade. Was bedeutet das? Ja, das habe ich auch gerade nicht ganz verstanden, aber gut. Nice, neue Attacke. Ach so, Die man Namen kann werden nicht. Oh Gott. Können Attacken sich nochmal verbessern oder was bedeutet das? Nee, du bekommst eine neue Attacke und dann kannst du aber natürlich auch austauschen, wenn du viel hast. Geht ja nicht mehr. Nee, bei mir steht jetzt, ich kann Urushiol dazu kriegen. Und rechts steht jetzt Urushiol und Urushiol Plus. Ach so, ich glaube, da gab's irgendwas. Ich weiß nicht, ob das ein Kombi-Angriff war oder so, aber ich glaube, wenn, dann wird das auch noch erklärt. Okay, also ich sollte jetzt Beleber benutzen. Oh nein, hier ist eine Heilstation. Ich hätte meine Leber wahrscheinlich gar nicht benutzen sollen. Bitte mein Heile, mein Team, Natal. Ah, und hier ist dann auch die Box. Da kann ich dann zumindest meinen Tuka mal reinkloppen. Warum? Du hast Warte. doch noch nur eins, das automatisch gelevelt wird. Ist doch auch nicht verkehrt, oder? Stimmt. Ja, kann man erstmal lassen. Alles, ja.
Kaufen, okay. Wie viel Geld hast du? 585. Okay, ich auch. Ich kaufe mal kurz eine Sache. Bei dir ist jetzt nicht weniger geworden, ne? Nee. Okay. Ich kaufe mir auch mal, ein paar Temtem-Karten. Ja, und ich auch ein paar Salben noch dazu. Ja, das kann nicht schaden. Ups, so viel wollte ich jetzt nicht. Süße Lavendel oder Wasser aus schwarzem Organas, aber im Grunde wirkt Tempel den Geruch nicht. Ach, das ist sowas wie Schutz, okay. Oh, du hast schon wieder was getriggert. Oh, der Fox sieht cool aus. Aber eine neue Attacke bekommen. Sie heißt Sandspritzer. Kaku weg. Interessant. Oh, warte mal, jetzt war der Ring bei Kaku rot. Ah! Rot heißt also halb. Ja, rot heißt also nicht gut. Grün ist dann wahrscheinlich gut. Ja. So sieht man dann zumindest seine Vor- und Nachteile. Danke, jetzt habe ich natürlich... Oh, hier ist nochmal die, ja, die Stärke-Schwäche-Tabelle. Also der Kreisel, ja, bevor du den Charakter auswählst, meinst du? Ja genau, der Ring unter dem Gegner. Treten wir jetzt nochmal auf das Kaku oder? Warte. Das ist neutral. Achso, ja, weil ich hier. Ich kann auch Hypnose auf das andere mal versuchen. Ah. Okay, dann kloppe ich das Kaku weg. Also ich versuch's. Ja. Okay. Ja, ah, da. Zwei Runden schläft das jetzt. Okay, cool. Aua. Ganki. Oh. Das, daran erinnere ich mich noch. Bibo. Das ist ein Elektro-Temtem. Und verdammt stark. Weil das hatte ich da später auch in meinem Endteam drin. Das war richtig gut. Dann müsste ja Sandspritzer effektiv sein, auch wenn ich das noch nicht weiß. Wieso hast du eigentlich noch so viel Energie oder hast du dich gerade ausgeruht? Ich verbrauche nicht so viel, tatsächlich. Meine Angriffe gehen noch. Okay, aber meine Angriffe, die brauchen 8, 10 und 20 oder so. Ja, meine verbrauchen alle 5, 7 und 8. Okay. Okay. Zählt nicht. Das war ja richtig klug. Bang. Aua. Wir sollten auf jeden Fall das Ganki loswerden. Wenn das jetzt seinen Angriff nicht nutzt, dann nutzen wir die Chance. Du hattest jetzt ja gerade schon 75% getroffen, das heißt, du gibst ihm doch jetzt eh den Rest, oder? Nee, tue ich nicht, weil ich hatte gerade eben durch das Gift noch meinen Bonus. Achso. Wie viel macht das Bonus? War das nicht nur 20%? Ich weiß es nicht. Ich mach mal Tritt und... Du machst ja auch eine Attacke. Ja. Das war ich eh schneller. War ich das? Dachte du? Ja, das warst du. Nee, nee. Ach, da wechselt man automatisch. Okay. Okay, kurz wissen. Das ist ja natürlich optimal. So. Gibst du ihm den Rest? Dann würde ich jetzt nämlich mal was probieren wollen. Das weiß ich nicht, ob ich ihm den Rest gebe, aber ich gebe ihm auf jeden Fall einen starken Schlag ins Gesicht. Okay. Weil dann wechsle ich nämlich mal, einfach mal um zu gucken. Weil unsere Viecher sind viel stärker als das da. Und das hat jetzt deutlich mehr Erfahrung gebracht. Ja, okay.
Du hättest mich sonst nicht besiegt. So, die Karte. Ah, oben wird es dann noch größer. Links ist ein Gebiet, wo irgendwie eine rote Tür ist. Keine Ahnung. Dann mache ich mal kurz meinen Temtem tauschen. Gehe ich mit Kaku als nächstes rein. Einfach so oder aus einem oh, Grund? Shit. Ach lol. Nee, zum Leveln halt. Und halt mal ein bisschen was ausprobieren. Ja, ich war eher der Typ, der mit einem trainiert und kämpft und alle anderen dann irgendwie mit TP-Teiler nachzieht irgendwann im Late Game. So, welches zuerst? Ich hab nur. Warte mal. Ich mach mit dem hier sowieso keinen richtigen Schaden. Ich verteile nur Gift. Das heißt, ich werde Saipat mal vergiften als erstes, danach Fomo und dann tausche ich aus. Oh, what the frick. Ja, das ist okay. Das stört mich nicht. Ei, Gott. Aber kam jetzt meine. Doch, meine Attacke kam durch. Ah, das ist gelb oder grün. Sie haben aber noch eins. Ich gehe mal Risiko ein. Boah! Kicked his ass. Alter. Okay, halber Schaden. Sah heftig aus. Das war eine Kampfattacke, deswegen. Ah, oh, nice. Kriegt Kaku gleich noch eine neue Attacke. Gleich mal gucken, was macht die? Natürlich auch nix. Kaku ist ein reiner Supporter. Naja, noch. Der wird sich ja verwandeln und vielleicht irgendwie krassere Sachen haben. Ja, aber so ist auch nicht schlecht. Ich kann Geschwindigkeit und Verteidigung boosten. Ich habe nicht wirklich mehr Energie. Warte mal, ich würde vielleicht... Und nicht wirklich live. Ich könnte jetzt eine Salbe nehmen oder tauschen. Ich will mal Tour, aber ich will mal gucken, was der kann. Die sind ja eh schwach. Ja, dann mache ich zum anderen noch Gift drauf. Wenn es an mir gehe, würde ich auch eigentlich alle Animationen ausstellen, wenn der Kampf gerade schneller läuft. Alter. Holy crap. Pyuki ist Hydrologe. Ach, das sind Eigenschaften, die getriggert werden, deswegen. Ich wechsle mal aus, das bringt mit dem nichts. Aber das mit der Überlastung ist ganz interessant. Weil wenn man so eine Situation hat, dass man nicht weiterkommt und die Gegner einen die ganze Zeit angreifen, gibt es ja dann den Punkt, wo man dann irgendwann, wo der Gegner dann überlastet ist. Mhm. Ah, okay. Ah, shit. Aber okay. Ah, perfekt. Es wurde mir aber nicht angezeigt. Aber ja, wahrscheinlich, weil wir den noch nicht kannten. Ja, genau, weil wir den noch nicht kannten. Aber jetzt wissen wir ja schon mal, dass Natur gut ist. Oh, tschüss. Ach ja, über. dass Natur stark ist gegen Aqua oder was das war. Hm. Oh, Windstoß. Für Paharo. Dankeschön. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Maschine und. Nee, hier noch. Okay, ich laufe am Strand, kein Ding. So.
Kampf, Wind, Wasser und Metall. Mental, okay. So lustig, dass mein Charakter dann automatisch dorthin rennt. Das war den du schon hattest, ja? Ja. Das ist Level 4. Hm. Weg damit. Alter, was? Was denn? Was war denn? Der Windstoß. Warte mal. Alarmiert. Achso, ja, das ist genau. Kann nicht einschlafen. Windstoß macht bei mir 90 Schaden. Und das kann ich sofort einsetzen. Mhm. Ja, stimmt, Problem, das hab ich halt auch gesehen. Problem ist halt bloß, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil das verbraucht auch. Nee, keine Wartezeit, deswegen. Und das andere Typ, ja, der kann sich ja. Der ist ja immun, beziehungsweise der halbiert den Damage, weil er ja selber Typ ist. Mhm. Deswegen hat er es jetzt nicht gekillt, aber 90 Schaden, Alter. Eine Attacke, das ist krass. Das ist ein One-Shot-Wunder. Aber ist da schon einkalkuliert, dass der Gegner. Wo hast du das eigentlich gesehen mit 90 Schaden? Wenn du auf deine Attacke rechts. Gut, ich weiß nicht, wie das Controller ist. Aber du meinst eben das Menü, wo dann steht Windklinge, Schaden, Ausdauer. Genau, da steht Schaden, Ausdauer und Schaden 40 bei Windklinge. Und woher wusstest du, dass du jetzt 90 gemacht hast? Bei Windstoß steht in der steht drin 90 Schaden. Achso, Windstoß habe ich aber noch nicht. Ja. Das hat dein Paharo oder was? Ja, das hat er vorhin bekommen. Achso. Mit dem Level Up auf 7. Eine simple, aber schnelle mentale Welt, die das zieht bei einer Runde erschöpft. Ach, tatsächlich. Ich habe zum Beispiel jetzt Energiemanipulation, das erschöpft ein Ziel, eine schnelle mentale Technik. Und wenn ich eine Kombination mit einem Naturverbündeten habe, dann wird der Schaden erhöht und zwei Runden lang der Gegner erschöpft. Gut zu wissen, okay. Ich habe meine Zärtlichkeit mal rausgepackt. Oh, mein dritter Versuch hier reinzulaufen, aber hier ist nichts, okay. LOL, Alter, der Reichweite. Hä, wo ist der? Der trägt eine Brille. Das ist bestimmt eine, so eine Spionagebrille oder so. Stalker, Alter. So, du hast jetzt einen Naturtypen, ja? Nee, das. Oder warte? Doch, ich habe einen Plus bei mir stehen bei Energie-Dings. Also mach mal eine Windattacke. Eine Windattacke. Ja gut, der ist halt auch Wind, ne? Das ist egal. Deswegen mach ich bei nur halben Schaden. Okay. Und das ist erschöpft. Okay. Weil bei meiner Attacke stand was mit Plus, aber ich weiß nicht, ob das daran lag. Ah, Ausdauerkosten erhöht, das ist ja mies. Wenn man erschöpft ist, ja. Ah, der muss jetzt also doppelt bezahlen für seinen Angriff. Wenn er so einen Typen hätte wie ich, der so teure Attacken hatte, hätte er sich das gar nicht leisten können. Erstmal schön Emote spam. Was das ist ein Weg, der noch zu ist. Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens, was dieses Symbol bedeutet. Genau, was? Ja, hier ist ein Item. Peter. Ah. Stellt Ausdauer wieder her. Kannst also im Fight dann quasi benutzen.
würde mal ganz kurz Optionen. Ich wollte die Lautstärke ein bisschen runter machen. Warte, können wir, wenn du bitte sagst? Okay. Nein, kämpfen. Okay. Okay. Ganki und Gar. Oh Gott. Dann lass uns das Ganki zuerst angreifen. Ich überlege gerade, ob ich mein Paharo dort wirklich reinlassen will. Aber okay. Oberer? Also, links? Also, das hier gegenüberliegende? Ja. Oh, ein Doppel! Oh, scheiße. Eins habe ich noch, lol. Eieieiei. Schaffst du es, Ganki zu töten? Ja, ich habe noch eine Neutralattacke. Okay, aber dann würde ich wechseln. Aber es kann sein, dass der mich danach one-shottet, weil ich bin im Element wohl unterlegen. Oh, okay. Dann war es aber interessant, dass sie mich angegriffen haben. Ja, noch halbwegs fair, die AI. Nö. Ach, auch Windattacken benutzt. Er hat noch keine Donnerattacke, okay. Deswegen wahrscheinlich, ja. Ah, okay, ja gut, dann habe ich Glück gehabt. Aber jetzt muss ich eh wechseln. Ich habe nichts mehr an Energie. ...64 Schaden, okay. Schmatzi. So, er hat noch eine Donnerattacke, wieso benutzt. Ach nee, das ist keine Attacke, das ist ein Buff. Ich wollte gerade sagen, hä? Cheater. Okay. Cool auf die Nuss. Ah, Kaku hat jetzt auch eine Plus-Attacke bekommen. In Kombination mit? Habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Urushiol, das war so eine Gift-Attacke. Ja. Das war das, was ich vorhin ja auch hatte. Habe ich auch einen Kaku? Nee. Dein einer ist ganz schön low. Willst du den vielleicht noch heilen? Hier ist ein fliegendes Schein. Ah, ich komme mit der Steuerung gar nicht ganz klar. Das ist das, das ist der, der ganz vorne ist bei dem einen Spieler immer. Das ist anscheinend. Lass mal gucken, ob es hier irgendwas Cooles gibt. Wir hatten lange keinen Wildkampf. Ich glaube, daran wird das Schwein wahrscheinlich entwickelt. Das, was wir vorhin gesehen haben. Was bedeutet das denn eigentlich, das Pet rausholt bei manchen? Das hat er auch bei uns draußen. Du siehst deins doch auch hinter dir. Nee, ich meine, das Pet wie Tablet. Achso, da ist er im Menü. Ne, mein Charakter hat das gerade bei ihm gemacht. Bei ihm? Als ich sein Vieh gesehen habe. Als ob er es gescannt hätte. So, keine Ahnung. Vielleicht hast du es ja gescannt. Dann macht das auf jeden Fall Sinn, bei anderen Spielern immer die Dinge mal kurz anzugucken. In dein Gesicht. Alter. Ah, der war Level 3. Oh. Mein Paharu entwickelt sich. Jetzt gehe ich jetzt an ein Paharak. Topsy wurde zu Taboga. So in etwa. Okay, nice. Lol. Nein, ich wollte das noch scannen. Sieht zwar irgendwie doof aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich daraus was Starkes entwickeln könnte. Ah, die sind immer noch Level 5. Das lohnt sich nicht so richtig. Ja, ich glaube, wir sollten langsam weiter. Klingt ja so, als ob wir uns hier schon ewig aufgehalten hätten. ...90 Schaden my ass, Alter. Der will mir doch nicht sagen, dass der Gegner da drüben 120, 140 HP hat oder so. Ne, vielleicht zählen ja die Widerstände noch nicht rein. Mach einfach abwarten, ich fange das jetzt noch. Achso, okay. Du warst im Kampf. Ah, okay, jetzt fliegt er wieder.
Ist ja lustig, dass noch einmal. Ach so, abwarten, okay. Dann lande ich wieder. Siehst du? Naja, warte. Ich guck mal kurz nach. Was ist ja das Tempedia? Ja. Guck mal, ob der da jetzt drinne ist. Auf jeden Fall habe ich auch dein Dings, was ich entwickelt habe, drin. Ja, da. Wick Plump? Nee, das ist nicht. Nee, es ist nicht drin. Ich sehe das Pickepick ganz am Ende. 141. Aber ich sehe seine Weiterentwicklung nicht. Nee, dann ist das bloß eine Animation. Schade. Aber ich konnte es nicht nochmal machen. Ja. Keine Ahnung. Einmal hier, wogegen sind Wasser-Temtems effektiv? Wogegen? Feuer-Temps sind stark gegen Natur. Mach dich bereit zu kämpfen. Okay. Hat die einfachste Regel gefragt. Ja. Die man Hätte er jetzt mit übernehmen. Kristall oder Mental angefangen, dann wäre es spannend geworden. Das hatte ich, glaube ich, sogar noch gewusst, aber die anderen Typen, die wir noch nicht hatten, dann eher weniger. Piranjant. Stimmt. Das könnte schon die Weiterentwicklung sein Denke von ich diesem mal. Fisch von vorhin. Denke ich mal, ja. Sag mal, wegen Armut, wie wollen wir das machen? Normalerweise wäre jetzt so meine Zeit. Wir können ja eine Pause machen. Ich kann mir auch einfach schnell was schmieren und nebenbei essen und du machst einfach ein paar normale Kämpfe. Ah, das mit Level 11 auch ziemlich stark. Ich hätte vielleicht einwechseln sollen. Okay, aber die Erfahrung wird gleichmäßig eingeteilt, wie es scheint. Theoretisch hätten wir jetzt auf einem Pflanzenvieh wechseln sollen, ja. Hätte auch so funktioniert. Ja, die ganze Küste lang rennen. Ohne Probleme. Bis hierhin. So, wir müssen mal durch. So, hier durch, ja. Schau mal, Mama, ein Fremder. Okay. Immer aufs Maul. Ah, oh, Bisa Sams. Wobei er nicht ein Divi, wie ist das andere? Mirapla. Ein Mirapla, fliegendes Mirapla. das könnte jetzt effektiv sein. Ich wechsle mal auf meinen Totan. Feuer hast du ja noch nicht, ne? Nee. Er ist Kalt. nicht effektiv. RIP. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut. Sonst Es kann, hätte ich es ja, ja ich dachte, es gekriegt. kann stacken. Aber es kann wohl nicht zweimal das gleiche sein. Okay. Das ganze Team. Okay. Hat scheinbar nicht geklappt, okay. Hier bis heute gerade beide gegnerische Teams betäubt werden. Ich mach den letzten Schlag auf Sakko. Natürlich auf den da. Aber. Na, sollte reichen. Okay, aber Wind gegen Pflanze war eigentlich immer effektiv bei Pokémon, ja? Ja, hier anscheinend nicht. Musste ich auch schon feststellen. Auf welchem hat sich eigentlich ein Kaku vorhin ge. 7 oder 8, ich glaube 8 war's.
Puzzle? Okay. Quacku, 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 quacku. Leute, ich stehe einfach harter Bodyblock, ey. Oh no. Oh. Ist das jetzt Vogel? Ja. Das ist, ja. Vogel ist jetzt kein Typ, aber. Natur müsste das sein, glaube ich. Ich hab noch 3, oder? 15. Ach, Wind ist das. Das ist Wind. Typ Wind. Ja, das meinte ich ja. Hm. Ja. Auf welchen machen wir? Ich muss wechseln, meiner ist schon down. Ich probiere es einfach mal auf den kleinen. No. Autsch. So, ich könnte mir vorstellen, dass der kleine Sch Ach ne, er hat keine Erschöpfung mehr. Aber er kriegt was, wenn er angreift. Wahrscheinlich. Ja, der ist so gut wie im Arsch dann. Deswegen ein paar Harak wegmachen. Oder zumindest Schaden. Au. Schade. Ja, okay. Ruht sich aus. Perfekt. Du hast Parahank an? Ja, aber ist ja egal. Stimmt. Klingt aber auch recht, ob er eine Backpfeife gibt. Aber richtig. Kurz gucken, hier ist noch wer. Also Ufwasser. Eigentlich hätte ich gehofft, noch mal einen Apparat zu finden. Okay, du hast irgendwas getriggert. Cutscene, ja. Ups. Und so schnell werden die Kinder abgegeben. Ist die Junge. Das ist dein Haus. Demenzflaschen. Hemessenz. Demenz. Ist das sowas wie ein EP-Teiler? Ich hab grad nicht so schnell lesen können. Es hat sie nicht erklärt, deswegen. Oh, goodness. Mm-hmm.
Emporium. Dort geht man hin, wenn man mal auf die Toilette muss. Unser örtliches Temporium. Ah. Hätte vielleicht vorhin doch nicht so viel Geld ausgeben sollen. Ah, glaube ich egal. Nicht so schlimm. Ich habe alles ausgegeben. Sind ihr das? Sind das wie 14, 15-Jährige? Ja. Ja, das klingelt ein bisschen raus, na klar. Vor allem so mit so einem Hall, als ob es nur in einem Gebäude wäre. Ja. Vielleicht sind wir in einem Gebäude innerhalb eines Gebäudes. Oh mein Gott, in einer Kuppel quasi. Ja. Aber wieso gibt es dann Gezeiten? Bildliches Fischotto, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht schwankt das Ding immer bloß ein bisschen. So, erstmal was hat der hier da? Karte. Muss ich halt leider nicht angucken. Hack on. Ja, gut. Weiß ich nicht. Ich würde mal gerne ins Temporium kurz zum Heilen reingehen. Das Temdeck. Ah ja. Genau. Und heilen müsste ja genau hier drüben an eins dieser 50.000 Apparate sein. So, und ich würde gleich nochmal gucken wegen dieser Tim-Essenz. Beleber ist ganz schön teuer. Wenn ich das gewusst hätte, ist nicht vorhin schon verschwendet. Hey, kann man noch Items lagern, okay. Was zum... Hier unten ist noch eine Tante, mit der man irgendwie was machen kann. Alter Schwede, es gibt sogar Reittiere. Okay. Das ist neu. Okay, und warum musste ich für dieses Gespräch... Achso, sorry, da habe ich dich jetzt mit rausgeworfen, ne? Ja, alles gut. Okay. Ich wollte ja sowieso in dieses Haus hier unten, wo die von der Temessenz gesprochen hat. Das ist ein Geldsymbol auf der Karte. Hier links in der Kiste ist ein Beleber drin, ne? Okay, anscheinend bin ich doch das Kind von einer. Also es ist doch nur die Mutter, aber wir nennen sie nicht Mutter. Wir sind ja auch Erwachsene, sagt man ja nicht mehr Mutter. Hä? Sondern Frauenvorname. Mhm. Oh, was? Final-Elixier. Was ist mit deinem Surfbrett? Bestimmt kriegen wir das jetzt, wenn wir im Dojo gewinnen. Rasinenküste. Ein großes Vögelchen. Ah, okay, das ist quasi so eine Team-Heal-Flasche. Krass. Dachte noch was anderes? Okay. Nee. Hier war noch ein Quest-Symbol
Und links in dem Haus auch. Hier ruht sich wieder aus, okay. Okay, er braucht einen Babysitter. Was? Stoff. Pickepick will er haben, oder? Ja, okay. Leider. Vader. Oh, erstmal einen schönen Curved-Fernseher. So, und hier war auch noch ein. Ja, warte, wo war's? Ein zweiter. Gibt ja keinen Kombi als schon sein Gesicht, Allah. Oh nein, jetzt geht das los. Nein. Ich will nicht so viel lesen. Beim Guybrush hätte ich sagen können. Ich sag nur Lost Ark. Okay, NPC, losklicken. In dem Klassenzimmer links gibt es eine Rauchbombe im Papierkorb oben am Fenster, hätte ich beinahe gesagt. An der Tafel. Und den Tisch da drunter möchtest du nicht anklicken, außer du möchtest Oh nein. Tür gemacht? Ja. Hinoaki. Ja, haben wir es dann bald? Nee, noch nicht, Da okay. traut man sich ja doch nicht zu schnell A zu drücken, ja, weil man dann wieder triggert, ja. Nee, ich passe hier keinen Tisch mehr an. Wer bist du? Schulleiterin, wer bist du? Möchtest du das alles lesen? Nö, nicht unbedingt. Guck mir immer nur die Stichworte an. Oh fuck, ich wollte ihn gar nicht ansprechen. Eigentlich habe ich den Mülleimer angesprochen, aber okay. Den Mülleimer angesprochen. Oh, hier ist noch ein Mülleimer. Hier ist auch nichts drin. Okay, ich glaube, dann sind wir hier oben durch. Gut noch. Oh, hier in dem Mülleimer ist was drin. Ein Ether Plus. Lol. So, unten links scheint questmäßig was zu sein. Und sonst oben rechts geht es dann vielleicht weiter, ich weiß es nicht. Und unten rechts ist noch eine Quest, an der wir vorbeigelaufen sind. Ah, kommen wir noch nicht hin, ohne Surfbrett wahrscheinlich. Dann schnell die unten rechts holen. Okay, oben sollen wir mit einem reden.
Ach, die haben sich gestritten und wir sollen jetzt. Was? Ein cooles Paharo will sie haben. Ich habe kein Paharo. Und du auch nicht mehr. Nicht mehr und ich werde meins auch nicht hergeben. Da müssten wir noch eins fangen gehen. Okay, dadurch können wir die Quest jetzt nicht mehr so beenden. Ja, die rennen ja nicht weg, die Quests. Willst du eins fangen und die Quest beenden und ich mache in der Zeit schnell was zu essen? Aber wir können auch erstmal einen Break machen. Komplett. Na, ich würde halt hier einfach AFK stehen bleiben. Und dann nach dem Essen weitermachen oder was? Jo. Isst du dann auch oder? Jo. Okay, wir Würde haben ich dann sagen, noch. das war dann halb oder so. Ja, das klingt doch gut.